Lean Management ist nicht nur ein Werkzeugkoffer oder eine Toolbox, um seine betrieblichen Abläufe zu verbessern, sondern es ist ja vielmehr die Art und Weise, wie man sein Unternehmen führt, also eine Frage der Geisteshaltung, des Mindsets. Und dabei gibt es 5 wichtige Prinzipien, die das Lean Management wirklich ausmachen und die wir uns in diesem Video mal ganz genau anschauen. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Viele Unternehmen wollen sich näher mit Lean Management beschäftigen und starten auch erste Initiativen, aber oft gibt es dann ganz lange Gesichter eben, weil die großen Erfolge sich nicht einstellen wollen. Da wird dann zum Beispiel aufgeräumt und dann nach 3 Wochen sieht es wieder genauso aus wie vorher. Der Grund ist aber häufig, weil man sich auf einzelne Methoden fokussiert und hat nicht die dahinterstehenden Prinzipien verstanden und ist denen auch entsprechend gefolgt. Und diese 5 Prinzipien des Lean Managements sind erstens die Schaffung von Wert aus Sicht des Kunden, zweitens der Wertstrom über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus, drittens das Flussprinzip, viertens die ziehende Organisation, also Pull statt Push, und fünftens das Streben nach Perfektion. Und diese 5 Prinzipien schauen wir uns mal jetzt genauer an, wie man die gut umsetzen kann und was dann auch die typischen Fallstricke sind. Erstens, der Wert aus Sicht des Kunden. Was will denn der Kunde wirklich und wofür ist er bereit zu bezahlen? Stellen Sie sich wirklich in Ihrem Unternehmen systematisch und regelmäßig diese Frage, für was bezahlt wirklich der Kunde? Will der Kunde wirklich eine Bohrmaschine kaufen oder will er eigentlich ein Loch in der Wand haben? Das ist genauso eine Frage nach dem Wert für den Kunden. Will Ihr Kunde wirklich über den Endpreis dafür bezahlen, dass Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen Dinge suchen und die dafür benötigte Arbeitszeit sich schlussendlich in den Preis von Ihren Waren und Dienstleistungen niederschlägt? Also da werden Lieferscheine gesucht, da werden Rechnungen gesucht, da werden die richtigen Verpackungen zum Beispiel gesucht oder wie auch immer. Diese Suchzeiten sind natürlich eine Art von Verschwendung, aber die wirken sich ja auf den Preis aus, denn die Arbeitszeit muss ja irgendwie bezahlt werden. Die Frage nach dem Wert und der Wertschöpfung ist damit zugleich auch die logischste und die schwierigste Frage. Der Gegenteil von Wert ist der japanische Begriff Muda. Im Deutschen wird er also oft als Verschwendung bezeichnet. Das kommt durch die Übersetzung eben von Muda ins Englische Waste, und Waste ist eben auf Deutsch Verschwendung. Aber das ist eigentlich kein schöner Begriff. Und die Frau Furukawa Kaspari, das ist eine Japanerin, die zweisprachig aufgewachsen ist und die ganzen japanischen Lean-Senseis auf ihren Reisen begleitet hat und als Dolmetscherin und Übersetzerin. Die hat den Begriff Muda mehr übersetzt mit für die Katz arbeiten. Und das ist eigentlich genau das, was es wirklich trifft. Denn Verschwendung, wenn ich sage, Frau Meier, Sie machen da Verschwendung, das ist ja nicht wirklich wertschätzend gegenüber dem Mitarbeiter. Natürlich versucht jeder nach bestem Wissen und Gewissen zu arbeiten, aber Verschwendung ist ein relativ harter Begriff, aber etwas für die Katz arbeiten oder für die Katz machen, das sehen wir eigentlich jeden Tag in den Betrieben. Da werden irgendwelche Berichte erstellt, die dann nicht gelesen werden. Es werden irgendwelche Kopien gemacht von Dingen und abgeheftet, die danach kein Mensch mehr braucht. Das gibt es ja weiß Gott öfter. Aber zurück zum Thema Wert. Also Wert schaffen ohne Verschwendung bedeutet, seine betrieblichen Abläufe auf die 8 Arten der Verschwendung hin zu untersuchen und diese systematisch zu eliminieren. Und was die 8 Arten der Verschwendung, also dieses Muda sind, das erklären wir also in diesem Video mal ganz genau. Da gehen wir auf den Punkt mal wirklich intensiver entsprechend ein. Der zweite wichtige Lean-Prinzip ist, den Wertstrom herausfinden. Der Wertstrom in Ihrem Unternehmen besteht also aus der Produktentwicklung, also vom Konzept über die Konstruktion bis hin zum Produktionsanlauf, aber auch dann die Produktrealisierung eben vom Rohmaterial bis zur Auslieferung. Und der dritte große Wertstrom, den man eigentlich immer so findet in den Unternehmen, ist das Informationsmanagement, das von der Bestellung über Terminierung bis zur Auslieferung geht. Natürlich kann man auch diesen Wertstrom sehr, sehr viel größer denken. Zum Beispiel eine Limonade in einer Dose beginnt also irgendwo in einer Bauxithütte, wo entsprechend das Rohmaterial für die Aluminiumerzeugung eben abgebaut wird. Geht über die Aluminiumerzeugung selbst eben, die Rezeptur, die Herstellung des Konzentrats, die Abfüllung, den Zwischenhandel und endet dann schließlich irgendwann dann mal im Magen des Verbrauchers. Sie denken, das wäre jetzt zu viel des Guten, von der Bauxithütte bis zum Trinken aus dem Kühlschrank? Also keine Angst, im Bereich der Automobilindustrie wird genau so gedacht. Die gesamte Zulieferindustrie, die gesamte Kette runter, wird genau sich so betrachtet, eben wie ist da der Wertstrom. Und wo sind die neuesten Entwicklungen?
die wir eben entsprechend beachten müssen, zum Beispiel auch im Lieferkettengesetz. Auch da geht es letztendlich hin, dass wir eben das Lieferkettengesetz, was für menschenwürdige und umweltgerechte Grundstandards eigentlich gedacht ist, sich anschauen muss, wie sind denn wirklich Produktionen eben in einer globalisierten Welt entsprechend, die einfach gewissen Grundstandards. Das dritte große Lean-Prinzip ist das Flussprinzip. Wenn ein Produktionsfluss fließt, gibt es keine Wartezeiten oder Bestände. Und das bekannteste Beispiel dafür ist das Fließband in der Automobilindustrie oder eben auch diese ganzen Just-in-Time-Lieferungen und Just-in-Time oder Just-in-Sequence mittlerweile sogar Lieferungen von Material eben in die Automobilindustrie, damit genau dann das Teil angeliefert wird, ohne dass es eine große Lagerhaltung gibt, wenn es wirklich in der Fertigung benötigt wird. Und aus dieser Erkenntnis heraus versucht also Lean Management, die oft vorhandene Losfertigung in eine Fließfertigung umzugestalten. Und dazu vielleicht auch ein Beispiel zur Verdeutlichung. Wenn Sie also einen Produktionsprozess mit 3 Schritten haben und jeder Schritt dauert 1 Minute. Wenn Sie diese 10 Produkte im Los herstellen, dann bearbeiten Sie zuerst die 10 Mal den Schritt 1 mit je 1 Minute Dauer, dann 10 Mal den Schritt 2, ebenfalls mit 1 Minute Dauer, und dann 10 Mal den Schritt 3, auch mit 1 Minute. Macht also in Summe 30 Minuten Dauer, bis eben diese 10 Produkte entsprechend bearbeitet sind. Wenn Sie aber im Gegensatz dazu nach der ersten Durchführung von Schritt 1 das bearbeitete Teil sofort weitergeben an die nächste Station und dann dort wird es eben sofort auch wieder nach der Bearbeitung an Schritt 3 gebracht, dann verkürzt sich die gesamte Durchlaufzeit, weil Sie es eben parallelisieren konnten, auf 12 Minuten. Und das ist eine Einsparung auf 40% der ursprünglichen Zeit. Das Flussprinzip, das dritte große Prinzip im Lean Management. Natürlich kommen mit dem Flussprinzip auch neue Probleme zum Vorschein. Also beispielsweise das Umrüsten. Das heißt, wenn Dinge entsprechend durch den Betrieb fließen und es keine Bestände geben soll und wir diese Losfertigung in eine wirkliche Fließfertigung umorganisieren, gibt es dann viel häufiger die Anforderung des Umrüstens. Und das Umrüsten muss auch genauso organisiert werden, damit es möglichst schnell geht. Dafür gibt es eben auch entsprechende Wege, das so zu organisieren, dass es wirklich optimal läuft. Toyota schafft es zum Beispiel, eine komplette Autolackiererei für ihre Fahrzeuge innerhalb von 6 Minuten umzurüsten. Ein Boxenstopp mit Auftanken und Reifenwechseln in der Formel 1, das ist ja quasi auch eine Art von Umrüsten, dauert heutzutage nur noch Sekunden. Das waren früher mal wirklich Minuten in den 50er Jahren, aber das ist optimiert worden, dieser Prozess wirklich. Dann sind die Reifen gewechselt, vollgetankt und weiter geht's. Das Flussprinzip gilt natürlich nicht nur für die Produktion, sondern eben auch im Büro. Also man sollte nicht vergessen, die ganzen Lean-Prinzipien sind nicht nur für eine Produktion gedacht oder sowas, sondern die kann man auch sehr, sehr gut eben anwenden in einem Büroumfeld. Und jetzt denken Sie doch mal an die ganzen Büroarbeiten im Unternehmen. Fließen da wirklich die Vorgänge ohne Stauung durch die Bearbeitung oder gibt es da viel mehr Wartezeiten, Suchzeiten, Rückfragen, Stapel oder ähnliches? Schreiben Sie mir doch mal diese typischen Blockaden im Arbeitsfluss in die Kommentare rein, die Sie tagtäglich so erledigen. Die nehmen wir wirklich sehr, sehr gerne auf als Anregungen. Vielleicht bauen wir auch da mal ein Video draus, wie man damit umgehen kann. Deswegen wäre es wirklich gut, wenn Sie da mal reinschreiben in die Kommentare, was sind so die betrieblichen Herausforderungen, die Ihren Arbeitsfluss wirklich stören. Das vierte Prinzip von Lean Management ist die ziehende Organisation. Wenn man von einer ziehenden Organisation spricht, meint man damit eben das Prinzip Pull für ziehen, statt Push für drücken. Und wie kann man sich dieses Prinzip Pull statt Push am besten verdeutlichen? Na, jetzt denken Sie an eine Kaffeemaschine. Bei der klassischen Kaffeemaschine mit Filtertüte obendrauf kochen Sie einen Kaffee und bewahren dann eigentlich eine ganze Kanne von dem fertigen Kaffee eben auf. Das kann dann so eine Thermoskanne eben sein oder früher waren diese Glaskrüge. Und wenn man einen Kaffee möchte, dann geht man zur Kaffeemaschine und nimmt eben aus der Kanne eine Tasse. Und dabei kommt es dann eben oft vor, dass der Kaffee lange rumsteht und eben nicht mehr schmeckt oder eben am Ende des Tages fast eine volle Kanne weggeschüttet wird. Im Gegensatz dazu, das ist quasi auf Vorrat produzieren, das ist quasi das Push-Prinzip gewesen, jetzt kommt das Pull-Prinzip. Bei dem Kaffee-Vollautomaten füllen Sie eigentlich nur genau eine Tasse, die gerade getrunken wird. Der Kaffee ist also immer frisch und es wird kein Kaffee weggeschüttet. Es wird nur für den aktuellen Bedarf produziert und nicht auf Lager oder Vorrat. Und genau so muss man sich das auch im Betrieb vorstellen. Wenn Sie Dinge auf Lager oder Vorrat halten, dann passiert es eben oft, dass sie eben verderben, dass sie unbrauchbar werden, dass sie beschädigt werden, dass sie im Weg rumstehen und ähnliches. Also wenn man die Sachen so organisiert, dass sie wirklich dann vorhanden sind, wann sie wirklich benötigt werden, dann ist das eben die ziehende Organisation.
Die gesamte Produktionskette wird also erst dann gestartet, wenn eine Bestellung des Kunden vorliegt. Und Kunde heißt dann eben in dem Fall auch interner Kunde, der sogenannte Prozesskunde. Und die Steuerung dieser Kette erfolgt dann eben vom Ende des Kunden eben entsprechend aus. Das bedeutet aber auch, dass dann ein Zwischenprodukt erst dann erstellt wird, wenn der Bedarf des Prozesskunden da ist. Also im klassischen Lean-Management aus Japan gibt es dann dafür diese Signalkarten, die sogenannten Kanban-Karten, die eben anzeigen, ich brauche jetzt wieder entsprechend Nachschub. Dann geht es eben zu dem Prozesslieferanten entsprechend und man nimmt nämlich dann vielleicht einen Rollcontainer oder sowas, der dasteht und erst dann wird quasi wieder begonnen, mit dem Vorprodukt zu produzieren. Wie kann man das jetzt auf kleinere Unternehmen übertragen, denken Sie doch an Ihren Schrank mit Büromaterial in Ihrem Betrieb. Es macht ja keinen Sinn, wenn Sie sich alle möglichen Dinge aus den Katalogen dort einfach reinstellen. Aber für die typischen Verbrauchsmaterialien, also Stifte, Druckerpapier, Klebezettel und solche Dinge, Scheren, hinterlegt man eben eine Bestellkarte, also eine Kanban-Karte, die erst dann sichtbar wird, wenn eben die vorletzte Verpackungseinheit entnommen worden ist. Und erst dann wird eben nachbestellt. Und damit kann man das auch sehr, sehr schön steuern, eben, dass man sagt, man hat einen gewissen Sicherheits- oder Mindestbestand und wenn der unterschritten wird, dann wird eben die Bestellung entsprechend ausgelöst. Das Gleiche gilt aber auch für die Lagerbestände, für Rohmaterial oder Zwischenprodukte. Also erst wenn ein Mindestbestand unterschritten ist, sollte natürlich eine neue Beschaffung mit kleinen Mengen erfolgen. Und da zeigt sich dann schon wieder das nächste Problem. Weil Unternehmen, die Mühe scheuen, mit ihren Lieferanten kleine Mengen, aber dafür häufige Bestellungen zu vereinbaren, platzen die Lager aus sämtlichen Nähten. Das kann man immer wieder sehen, es wird also viel zu viel eigentlich eingelagert. Und hohe Lagerbestände sind also eigentlich immer ein Zeichen für mangelhafte Beschaffungsprozesse. Jetzt nehmen wir mal aktuelle Krisen vielleicht auch aus, wo man bestimmten Sicherheitsbestand einfach erhöht, was verständlich ist, wenn Lieferketten unterbrochen werden, aber eigentlich in einer normalen Produktionswirtschaft sind hohe Lagerbestände immer ein Zeichen für nicht gut organisierte Beschaffungsprozesse. Und wie man seine Abläufe weiter verbessert, das ist eben das Thema auf unserem Kanal. Also wir veröffentlichen jede Woche neue Videos, daher abonnieren Sie jetzt unseren Kanal, damit Sie das gleich mitbekommen. Wir machen also jede Woche neue Videos zu solchen Themen, wie man Betriebe effizienter aufstellt. Das fünfte Prinzip für Lean Management ist das Streben nach Perfektion. Das Streben nach Perfektion ist also ganz eng mit dem Thema Unternehmenskultur und Change Management verbunden. Findet man sich als Mitarbeiter damit ab, dass Aufgaben unpraktisch organisiert sind oder bringt man sich eben ein mit seinen Verbesserungsvorschlägen? Schätzt man als Führungskraft die Verbesserungsvorschläge seiner Mitarbeiter, auch wenn diese vielleicht manchmal nicht umsetzbar sind oder der Mitarbeiter vielleicht Dinge vorgeschlagen hat, die jetzt noch nicht gehen oder die vielleicht nicht zu Ende gedacht waren? Sehen Sie den Mitarbeiter als jemanden, der sich einbringt oder als den ewigen Besserwisser? Das ist ein riesiges Kulturthema und zu dem Thema Kultur und Unternehmenskultur haben wir eben entsprechend auch Videos auf dem Kanal mit, können Sie mal mit reinschauen. Sie verstehen sicherlich, was ich damit meine. Mit dem Streben nach Perfektion ist aber auch gemeint, ein Problem an seiner Wurzel zu lösen und die Ursachen wirklich abzustellen, statt nur an den Symptomen zu arbeiten. Das ist natürlich anstrengend, aber das zahlt sich langfristig immer aus, dass man wirklich so tief gräbt, dass man nicht nur den Quick and Dirty Workaround, wie es so schön heißt, entsprechend entwirft, um ein Problem jetzt vielleicht zu umschiffen, sondern dass man wirklich seine Ursache abstellt. Welches der fünf vorgestellten Prinzipien hat bei Ihnen jetzt einen Impuls zum Überdenken oder zur Veränderung ausgelöst? Was würden Sie denn in Ihrem Unternehmen gerne umgesetzt wissen? Schreiben Sie es mir doch in die Kommentare. Wir greifen Ihr Feedback wirklich gerne auf und machen dazu Videos, wo wir den Dingen noch viel mehr auf den Grund gehen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.